Hallo, meine Freunde, und herzlich willkommen hier zurück zum Landwirtschaftssimulator. Immer noch voll fertig. 2015. Wir auf dem Clubcheck fahren wir wieder mit Tino. Hi, Leute. Mit der Julia. Hi. Und mit dem guten André. Hallo. Und zu guter Letzt, HP, natürlich hätte ich Hallo. Vergessen. Das Beste kommt zum Schluss. Und einer unheimlichen coolen Community, die unsere Videos guckt. Genau. Ich bin auch so stolz auf die Community. Ja. Was darf ich denn heute machen? So, wo bist du denn? Ich bin jetzt gerade in unserem Häuschen, wo unsere Fahrzeuge immer parken. Ja, gute Frage. Gute Frage. Wir haben ein... Sag mal, wieso geht denn das hier nicht mit der Seemaschine? Achso. Musst du anschalten bzw. runterlassen. Runterlassen. Jetzt. Ist unten. Na, was mach ich denn? So, du kannst nochmal Semmeln holen. Ja, genau, du mir. Wir müssen mal schauen. Also einer kann HP abtanken auf jeden Fall und was dann essen du an? Wieder Mission Weizen. Okay. Und dann wieder was? Mission machen oder es kann auch jemand ansehen, wenn er möchte. Ich bin gerade bei der Mission dabei. Okay. Möchtest du ansehen, Julia? Ja, können wir auch machen. Abtanken hasse ich wie die Pest. Ne, ich hasse nicht wie die Pest. Dann switch mal durch die Traktoren hier oder da vorne. Jo. Ja. Hier den T8. Morgen ist ja schon Weihnachten. Ja, voll krass, oder? Ist so heftig. Ich bin schon so und gespannt, nächste wie mein Woche Partner ist schon auf sein Weihnachten. Hey, HP, hast du ein neues Mikro? Ich sehe ja gerade. Ja. Was hast du für ein Mikro? Hab ich mit Ihnen vor uns eingestellt. Das Rode NT1A. Das klingt ja ganz anders. Yep. Hallo. Was hattest du vorher? Sehr ungewohnt. Das billige T-Bone SC440. Oh, das hab ich auch. Ja. Aber das klingt wirklich das ungewohnt. Ja, es ist ungewohnt. Da fehlt noch Feineinstellungen. Ich hoffe, das kommt. Ja, ja, und du hast halt noch ein bisschen Bass drin, aber nicht mehr so krass wie vor uns. Ja, das war vor uns echt krass. Ich hab ja, vor uns. Ja, da kam rein. Hallo? Hallo! Hast du gedacht, was mit deiner Stimme jetzt passiert? Okay. Aber so viel Bass drauf. Ja, da du musst hast du noch fein einstellen. Quasi mit Mischpult. Mit Mischpult und einem Pipapo, ja. Okay. Die Investition wird sich auf jeden Fall gelohnt haben. Ich habe im Übrigen jetzt mal geguckt, Tino. Gut, ich weiß nicht mehr, wie es nach den Feiertagen ist, aber bei Amazon, also nur das Mikrofon, ne, ohne Mischpulten alles, für 155 oder 143 Euro. Na, 160 kostet es ja normal. Was? Ja, das ist aber sogar NT1A. Nee, das kostet 149. Oder 149, ja. Ja, das ist, und das Mischpult, was ich hier habe, das kostet 66 Euro. Und da muss ich ja noch ein Kabel dazu machen. Ich habe eine neuere Version. Ja, das ist die neue Version. Also, es gibt bessere Versionen, aber das Mikrofon Rode NT1A ist doch eine Version von vor 3 oder 4 Jahren. Das ist immer noch dieselbe Version. Da gab es immer noch so eine Podcast-Version, ja, da gibt's auch so Podcast-Bundle oder die kann man auch ja, immer das noch kaufen. Ist ja kein NT1A, das Podcaster. Aber ich habe jetzt das normale. Was machst du? Ja, haben wir uns mal kurz geknutscht, würde ich sagen. Paket hier ja, geholt. Mit Popschutz, ja Spinne und Mikrofon. Und Kabel. Weil vorne geht's dann weiter. Also wo ja, ich würde mir halt so ein Komplettbundle holen, da ist halt Tischarm Moment dabei. Ja, klar. Weil ich habe dann halt diesen, diesen Ständer. Schalte ich den Käse jetzt nochmal aus. Und der nervt dann irgendwann und halt diesen Tischarm, dann da halt so, Zwei-Kanal-Mischpult. Geradeaus und dann und, ach, und da ja, Kabelspinne und Kopfschutz halt. Ja, also ich habe mich jetzt viel in Foren durchgelesen und da wird immer wieder auf dieses Behringer Xenix 1000. Das Behringer, das Mischpult habe ich auch, ja. Genau. Also das hatte ich ins Auge gefasst. Genau, ich empfehle da auch das 1002er, da kannst du nämlich noch ein bisschen was machen, was das 802 jetzt wiederum nicht kann. Und es kostet 4 Euro mehr. Ich muss also noch mal bitte ganz kurz raustappen und mal die Lautstärke noch ein bisschen ändern, also 10% sind jetzt irgendwie viel zu laut. Irgendwie bei dir immer, oder? Ja, jetzt vor allem, ich habe es ja letztens schon im Gerätemanager runtergedreht. Aber ich bin so gespannt, was mein Partner morgen zu seinem Weihnachtsgeschenk sagt. Wieso, was kriegt er denn? Ne, es ist eine längere Geschichte. Er überlegt ja schon seit langem, sich eine PlayStation 4 zu holen. Oh. Und er hat sie sich nie geholt. Und das ist mir mal so auf den Senkel gegangen, dass er immer im Mediamarkt immer davor steht und spekuliert und spekuliert und spekuliert. Mhm. Jetzt bin ich hergegangen und habe ein Bild, das ich im Frühjahr mal von ihm geschossen habe und getwittert habe, wo er vor der PlayStation hängt. Habe das Bild ausgedruckt,
in einen Umschlag gesteckt, das Ganze in Schuhkarton mit ein bisschen Papier und einer Wasserflasche, damit es ein bisschen Gewicht hat und nicht wackelt. Und wenn er dann das Geschenk auspackt und das Bild sieht, bin ich gespannt, ob er checkt, was das jetzt zu bedeuten hat. Und dann gehe ich halt in den Flur und hole halt das eigentliche Geschenk. Das ist eine gute Idee. Das ist ja fies. Aber ich finde die Idee gut. Ja, die Idee Wasserflasche ist cool. Ja. Weihnachten habe ich auch immer Durst. Wo muss denn jetzt angesiedelt werden, hä? Da, wo er aberntet. Werden. Oh Gott, Gott. Ach, jetzt dann. Ha, was macht denn mein... Ha, ha. Achso, ich habe aus Versehen H gedrückt. Ja, H ist Helfer. Ja. Ich wollte gerade das Warnlicht anmachen und dachte mir so, mit H geht das Licht an. Ja. Also, du hast die Kontrolle über dein Leben verloren. Nee, mit Position 1 ging doch das Warnlicht an. Hab ich ja auch angemacht. Genau, genau, genau. Position 1. Boah, das ruckelt gerade pervers. Was ist jetzt los hier? Mir geht's. Ah, jetzt. Ja, bei mir geht's auch. Nee, jetzt ist weg. Gut. Ja, ich hab noch gebremst. Ich hab's gesehen, aber volle Kanüle rein. Da musst du kurz warten, bis Guten wieder rum ist, dann kannst du gleich neben mir fahren. Jojo. Guten? Ich mach Guten ist Mission machen. Wer sitzt in der Rettung? Ich. HP. Gut, bis HP. Ja, ich hab's halt aus, da werden ja leider Gottes keine Namen mehr gezeigt. Aber nee, schlecht. Der geht mir schon so auf den Geist, weil immer so, ja und ich weiß ja nicht, sag ich, hol sie doch, kannst es dir doch leisten, ja, aber Ja, das so bin das ich, aber genau so bin ich auch. Und ja, und letztens hat David gemeint, er könnte mir eventuell das vorstrecken. Sag ich, du kannst es dir doch eh leisten. Ja, nee, doch nicht. Und jetzt habe ich gesagt, okay, ich zwinge ihn zu seinem Glück. Das habe ich ihm gestern gesagt, sag ich, dein Weihnachtsgeschenk, mit dem zwinge ich dich zu deinem Glück. Missionenrechte werden erfüllt in jetzt. Dann meinte so, ja, wie willst du das, was meinst du damit, dass ich ich ihn zu seinem Glück zwinge? Sag ich, das siehst du dann schon. Ja, was habe ich ihm falsch gemacht? Sag ich, ja, was siehst du denn, wenn es soweit ist? Ich mach Schluss. Tschüss. Und hier hast du ein Abschiedsgeschenk von einem PlayStation 4. 400 Euro ausgegeben zu Weihnachten. Nur für ein einziges Geschenk. Ich muss doch verrückt sein. Jetzt kann mein PC noch länger warten, aber egal. Och. Ach. Du, ich bin nur so ein Mensch, der an Silvester auch so dreistellige Beträge in der Luft rausschießt, ne? Also, nee. Wie sieht's eigentlich aktuell aus? Mittlerweile habe ich mitbekommen, schwankst du wohl doch wieder etwas Richtung Einkaufen? Naja, sagen wir mal so, ich habe schon mal den Online-Einkauf habe ich schon mal erfolgreich überwunden, denn die Zeit also ist vorbei. Also wenn du das machst, wenn du das wirklich wieder machst, wenn du wirklich wieder rückfällig wirst. Ja. Also, ach komm, hau einen raus. Nee, also dann zweifle ich an dir, ehrlich. Weil du hast ja hoch und heilig gesagt, dieses Jahr auf jeden Fall nicht. Also hoch und heilig definitiv nicht, weil ich kann nicht heilig sprechen. Ja, aber trotzdem. Ja, sag mal so, also den Online-Kauf habe ich schon mal überstanden, da war am 21. Feierabend. Und er wird wieder 300 Euro bei Lidl lassen. Nein. Ich wollte aber auf jeden Fall deinen Livestream gucken. Also mit, aber nur mit Fort Meyerberg. Ach gut, nee, jetzt seid ihr nicht noch so fies. Wir haben ja schon überlegt, wenn wir nicht bald wissen, was wir bei Silvester machen, ob man nicht wirklich Livestream und dann auch kurz vor 12 das Feuerwerk streamen. Warum seid ihr eigentlich nicht zu Anne? Weil wir eigentlich nach Görlitz fahren wollten, aber ich ja jetzt arbeiten muss am 2. Ja, deswegen wäre auch, so, okay, auch zu Anne fahren hinfällig gewesen, weil wenn wir nach Görlitz nicht fahren, können wir auch nicht zu Anne fahren. Wäre beides nicht wirklich gegangen. Aber ich muss sagen, ich habe dieses Jahr Weihnachten auch eine Menge ausgegeben. Ich habe Weihnachten diesmal nicht ausgegeben. Für die Freundin. Also, schade. Ne, für dich nicht. Ne, Pino hat mir ja ein Geschenk geschickt, das ist schön, am Absender steht drauf, der Weihnachtsmann, die Postbotin hat sich im Übrigen sehr darüber amüsiert. Absender steht der Weihnachtsmann, ne? Ja, der Weihnachtsmann, weil die kam an und lachte und lachte und sagte, was ist denn los? Ja, hier ein Paket vom Weihnachtsmann, der wohnt in Thüringen. Okay. Dann wissen wir jetzt endlich, wo der Weihnachtsmann wohnt. Sehen wir mal. Na, ich bin gespannt. Ich habe ja schon mal so leicht gerüttelt. Tino meint aber rüttelt. Leg's doch einfach hin und warte, bis morgen ist. Da ist ein Kaninchen drin. Ja, ist ein Kaninchen drin. Letztes Jahr war es eine Tasse mit zwei Titten. Ich bin gespannt, was dieses Jahr drin ist. Du wirst über meine Einfallslosigkeit erstaunt sein. Einfallslosigkeit. Das finde ich, naja, gut. Wenn morgen bei dir ja klingelt, ich denke mal, was ich dir geschickt habe, das wird dir gefallen. Kannst du sogar auf Arbeit anziehen. Mensch, ihr zwei seid ja süß. Echt ohne Witz. Ja. Ich glaube, du kriegst deinen Tanga zurück. Ja, vor allem, was machst du denn schon wieder hier? Vor allem anziehen, ne? Jetzt weiß man ja schon, was ist, was Anziehmäßiges ist. Nö, ja,
Das wusste ich vorher schon. Ja gut, ja, das wusste er vorher schon, weil Spreadshirt hat mir nicht mal so viel zur Auswahl. Nee, das Problem ist, du hast mich nach meiner T-Shirt-Größe gefragt. Ah ja, stimmt. Das ist offensichtlich. Naja, müsste ich ja wissen, ich kann dir ja jetzt nicht eine XS bestellen. Ich krieg bestimmt ein Sachsen-Let's Player-Fan-Trikot oder sowas. Ja, ja. Um ja Werbung zu machen, wenn du deine Facecam anhast. Hast du diese Ecken? Darf ich das mal so sagen? Ja, geh weg, sagst du, du bist im Weg. Bitte vor, ich bin nicht im Weg, ich bin doch weit hinter dir. Du musst vorher ein bisschen einschlafen. Also, ne? Okay. Dann geht das schon. Ja, ich kann ja nicht eine XS kaufen und dann passt er mit seinem sexy Körper da nicht rein. Das geht ja auch nicht. Nee, das geht nicht. Ja. Der muskelbepackte McManus muss schon angemessen angezogen sein. Ja, das ist richtig. Und seinen Tanker kriegt er nicht zurück, weil, gut, das wäre es noch gewesen, wenn ich das aus seinem Job bestellt hätte. Ja, bitte, dein eigener Tanker. Der ist schon gut verschlissen, oder was? Ja, ja. Mr. Abpumpen, oder wie, Mackie? Geht leider was? Nicht mehr, nein. Aber Mr. Abpumpen? Was nochmal? Aber... Du willst abpumpen? Ja, hau mal aus, ja. Aber er hat ja letztes Jahr zur Gamescom zum Geburtstag eine Boxershorts gekriegt, das muss erst mal reichen. Boxershorts? Ja, der warst ja da. Oder? Ja, warst aber... Da? Ja. Nee, also am Geburtstag, aber ich habe nicht gesehen, was drin war. Die Geschenke, das naja, das bekommen. War doch zum Grillabend, habe ich das ja gekriegt. Ach so, nee, das habe ich nicht gesehen. Ich war ja erst am zweiten Grillabend da. Ach so, okay. Ach so, okay, nee, das war ja am ersten. Ja. Da hat er ja ein Dings gekriegt mit Bratwurst, Commander. Hoffentlich hast du die auch an. Wann, ach jetzt? Ach so, aber das habe ich mal nicht jetzt, mitbekommen. Ja. Na, jetzt gerade habe ich die nicht an. Also, habe ich extra für Genie gemacht. Super. Aber ich glaube, ja. Randy, du kannst vielleicht Julia den Rest alleine ansehen lassen, bevor euch hier um das Feld streitet, weil ihr gedüngt haben muss ja auch noch. Oh ja. Gut, streiten würde ich es jetzt nicht nennen. Ich korrigiere halt aus, was ihr übrig lässt. Hey, mach das nur nicht deswegen anständig, weil du... Hey, Entschuldigung. Es ist schon auf, wo du C5, weil es der erste Ring gegeben hat. Immer die Sachsen, es ist... Na, bitte, wie war das gerade? Mit den Sachsen? Oh. Ich bin lieb. die schießen... Hier gibt es nur einen Sachsen. Ja, stimmt, ja wieder scharf geschossen, Mensch. Ja. Aufpassen, ey. Die Sachsen, die haben alle keine Waffenscheine. Ja. Aber haben Waffen. Richtig. Gibt aber nicht in der Hose, die haben eine kleine Pimmel. Was? Spiele für die PS4? Ja. Ich hab alles keine Mögliche, Ahnung. Oder? Gibt es mittlerweile echt viele. Geht ja. Ja, nur wenn man auch selber einen PC zu Hause hat, mit dem man spielt, dann ist es natürlich immer ein Teil der Spiele eigentlich schon für PC günstiger und meistens auch grafisch und so weiter besser. Also das kann ich momentan jetzt nicht beurteilen. Also ich bin ja Xbox One-Besitzer. Und hast du gut gemacht? Ja, bloß das es gibt halt. Macht Spaß. Und die Spiele sind gut und die Exklusivtitel wie Destiny, das lege ich ihm wärmstens ans Herz, dass er sich das für die PS4 holt. Deswegen habe ich mir überlegt, ich mach's doch ganz einfach so und wir kaufen einfach eine Tanke mit PSN-Karte. Und dann soll er die PS. Was denn? Ne, braucht bloß einen Screenshot fürs Thumbnail, danke. Achso. Und dann, laden wir uns einfach das Spiel runter, das er will. Es muss ja nicht unbedingt gleich ein total teures sein. Wie sieht denn das Ding jetzt aus? Ja, wenn er es an Weihnachten auspackt und an Weihnachten anschließt, sollte er ganz schnell in den Store gehen, weil da ist gerade Weihnachts-Sale. Das vielleicht das Saatgut alle, Julia? Nee, sie ist ausgestiegen. Bin ja eingestiegen, dass die Saatmaschine ja nicht. Also GTA 5 kann ich dir empfehlen. Oh ja, das ist ja, auch gut. Hat er ja schon für PC. Und was? GTA 5? Glaube ich nicht. Also, hä? GTA? Wie? Es kommt ein neues GTA? GTA 5 ist doch schon hier angekommen. Ich mag für die PS3. Also für die PS4 ist es aber auch wärmstens zu empfehlen. Ich habe mir die Xbox 360-Version geholt und die Xbox One Edition und es gibt schon markante Unterschiede. Ja, aber trotzdem würde ich mir das Spiel deshalb nicht zweimal kaufen. Eben, deswegen habe ich ihm ja auch nicht die FIFA-Edition geholt, weil er FIFA sowieso am PC spielt. Deswegen soll ich ihm dann auch nochmal die FIFA-Edition holen. Deswegen habe ich die andere genommen, die... Ich weiß nicht, wo der Unterschied liegt. Sieht die ein bisschen anders aus, hat die mehr Gigabyte. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls kostet sie genauso viel, aber heißt irgendwie ein bisschen anders. Ja, der Unterschied zwischen FIFA... Raps für die... Nee, ich meine die PlayStation. Blazen, ja gut, sagen wir mal, wenn man auf FIFA auf dem PC spielt, ist er sowieso besser dran, weil das sieht sowieso besser aus wie auf die Konsole. Eben. Und ich weiß halt nicht, wieso die PlayStation mit FIFA genauso viel kostet und die ohne heißt auch irgendwie ein bisschen anders. Ja, da wird die Kamera dabei sein. So, das meinst du? Ich weiß gerade nicht, um was es geht, wenn ich alles bin. Es kann sein, dass die Kamera damit dabei ist, wenn keine Spiele dabei sind, aber genauso viel kostet. Mein Problem ist ja irgendwie bei den Konsolen, weil ich da wie so für PC spiele,
Gibt es eigentlich so wenig Spiele, die mich dafür interessieren, dass es im Endeffekt ein oder zwei Spiele sind? Und dann lohnt es sich irgendwie nicht, eine Konsole für 400-500 Euro zu kaufen? Für zwei Spiele? Ja, das ist so wahr. Es gibt halt alle Spiele, ja, die für Konsole kommen, kommen ja eigentlich so 99% auch für den PC, oder? Richtig. Naja, es gibt halt noch solche Exklusivtitel halt, ne, für Xbox One und PlayStation 4, aber ganz ehrlich. Ja, Forza für Xbox und Gran Turismo für PlayStation. Ja, Gran Turismo wäre das einzige Spiel, dann, was ich für PS4 haben wollte. Ja. Also dann gibt's noch, wie gesagt, Destiny, das gibt's nur exklusiv auf den beiden Konsolen. Dann gibt's noch... Destiny gibt's vom PC. Nein, Destiny gibt's nicht. Nein, nee, Sony. Sony so, und okay. Xbox. Und Destiny 1 wird höchstwahrscheinlich gar nicht erst auf dem PC erscheinen, aber erst Destiny 2, da ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch. So, ich bin fertig. Deswegen bin ja ich hergegangen und habe ihm so ganz scheinheilig gefragt, ja, wenn wir uns dann im Frühjahr die PlayStation holen wollen, rentiert sich das überhaupt? Es gibt doch eh keine Spiele. Also doch, doch, da gibt es schon ein paar schöne. Ich so, okay, passt gut. Ich weiß schon, wie ich es machen muss. Alles. Warte mal kurz, zack. Ah, Gott. Ja, oh Gott, jetzt hat er die ganze Motorhaube zerrissen. Entschuldigung. Aber alles wer okay. Hat sowieso schon 15 Minuten? Ich pumpe noch schnell ab. Oh, Gott, genau, dann pumpen wir noch schnell ab. Und ja, ich mache noch über die Abmoderation. Gut, also wenn es euch gefallen hat, meine Freunde, Däumchen da lassen. Nicht vergessen, in die Videobeschreibung schauen, da findet ihr alle Kanäle. Und wir sehen uns morgen wieder. Dann tschüss aus den bombardierten Sachsen. Tschüss. Ciao. Insiders incoming. Ciao. Tschüss.